So, vor einigen Monaten schon haben wir angefangen, uns intensiv mit dem Thema Heiliger Geist zu beschäftigen. Und das begann mit dem Thema Gottesfurcht. Wir haben über Gottesfurcht nachgedacht, ein ganz wichtiges und häufig sehr unbelichtetes Thema in unseren Gemeinden, und sind von da aus dann zum Heiligen Geist übergegangen und beschäftigen uns seit Monaten mit dem Thema Heiliger Geist. Wer er ist, was er für uns hat, was es bedeutet, Taufe im Heiligen Geist und so weiter. Und ein Aspekt war der Heilige Geist und das Thema Liebe. Liebe, darüber hatten wir uns intensiv beschäftigt, wo es dann darum ging, um Hingabe, um Liebe zu den Menschen, um den Dienst, der aus Liebe zu ihm geschieht und so weiter. Und heute habe ich einen anderen Punkt. Denn Liebe ist ja die erstgenannte bei den, das uns Galater 5 berichtet, von der Frucht des Geistes. Da heißt es, Galater 5, Vers 22 und 23, die Frucht des Geistes aber ist Liebe, Freude, Friede, Langmut, Freundlichkeit, Güte, Treue, Sanftmut, Enthaltsamkeit. Also gleich nach der Liebe an zweiter Stelle kommt Freude. Freude sogar noch vor Frieden. Freude als ein ganz wichtiges Element, was der Heilige Geist hervorbringt. Nun, Frucht des Geistes ist etwas anderes als Geistesgabe. Eine Geistesgabe wird dir geschenkt. Die hast du, die ist dir gegeben von Gott. Die, wie soll ich mal sagen, die steht zur Verfügung. Ja, man kann die entwickeln, man kann die wachsen lassen, man kann darin vorangehen. Aber es ist etwas, wie soll ich mal sagen, was ein Geschenk ist. Wird als Package dir überreicht. Bei der Frucht sieht die ganze Sache vollkommen anders aus. Die Frucht ist etwas, was heranwachsen muss, was, wie soll ich mal sagen, entstehen muss. So wie ein Mensch neu geboren ist, glaube ich, weil der innewohnende Geist in ihm ist, sonst kann er keine neue Kreatur sein, dass diese Frucht anfängt zu wachsen und hervorzukommen. Und das Interessante ist, es heißt nicht, die Früchte des Geistes sind diese Dinge, sondern es ist Einzahl, die Frucht des Geistes. Kannst du dir so vorstellen, von mir aus wie so eine Apfelsine mit den einzelnen Schnitzchen da innen drin. Die wächst gleichzeitig, die wächst parallel, das gehört alles zusammen. Du kannst nicht sagen, der eine Teil ist Frucht des Geistes, der andere interessiert mich nicht. Nein, das ist ein Package, alles zusammen, die Frucht des Geistes, Einzahl. Und so wächst all diese Sachen, wachsen zusammen. Wenn wir im Geist leben, wenn wir als Christen leben, wenn wir am Herrn bleiben. Liebe, Freude, Friede, Langmut, Freundlichkeit, Güte, Treue, Sanftmut, Enthaltsamkeit. Frucht ist etwas, was wächst. Was muss geschehen, damit es wächst? Wir müssen mit dem Herrn verbunden bleiben. Das ist diese Sache mit dem Weinstock, wo Jesus drüber spricht. Der Weinstock, wo wir mit verbunden sein müssen, dann kommt die Frucht hervor. So lesen wir in Johannes 15, das war bei den Abschiedsreden, den sogenannten Abschiedsreden Jesu, am letzten Sedermahl, also wenige Stunden vor seinem Tod, wo er nochmal so den Extrakt seiner Lehre an die Jünger weitergegeben hat. Und da sagt er zu ihnen, bleibt in mir und ich in euch. Wie die Rebe nicht von sich selbst Frucht bringen kann, die bleibe denn am Weinstock, so auch ihr nicht, ihr bleibt denn in mir. Ich bin der Weinstock, ihr seid die Reben. Wer in mir bleibt und ich in ihm, der bringt viel Frucht. Denn getrennt von mir könnt ihr nichts tun. Also, damit die Frucht hervorkommt, damit die Frucht wächst, müssen wir in Beziehung mit dem Herrn bleiben, müssen wir mit ihm zusammen sein. Wenn wir in der Beziehung so Jesus weitergehen, wird der Heilige Geist dafür sorgen, dass die Frucht immer mehr wächst. Und hoffentlich ist das etwas, was unser Leben immer mehr prägt. Dieser innere Friede, diese Liebe zu anderen Menschen und eben eine Freude. Freude. Nun, Freude ist ja wirklich ein heißes Thema in Deutschland. Ne? So wie wir in Deutschland gestrickt sind, ist Freude für uns ein ganz ernstes Thema. Ein ganz, ganz ernstes Thema. Und ich erinnere mich noch, als ich ein junger Mann war, auch ganz jung im Glauben, da hieß es, ja, wir Christen sind zwar fröhlich, wir zeigen es nur nicht so.
Ne? Das war so eine Aussage, wo ich sage, warum eigentlich nicht? Wie erbärmlich ist das denn? Ist doch völliger Quatsch. Die Freude als Frucht des Geistes muss zu sehen sein. Wenn du keine Freude in deinem Leben hast, solltest du ernsthaft fragen, ist das, was der Geist in mir hervorbringt, wirklich originär? Bin ich wirklich mit dem Herrn auf der richtigen Spur? Genauso wie es für die anderen Dinge hier gilt. Und wenn man darüber nachdenkt, Liebe, Freude, Friede und so weiter, und das einfach mal negativ formulieren würde, dann würde das beispielsweise so klingen. Die Frucht eines negativen, widergöttlichen Geistes wäre dann statt Liebe Lieblosigkeit, Hass, Verachtung und so weiter. Und wenn es hier um das Thema Freude ging, dann wäre es sowas wie Traurigkeit, Niedergeschlagenheit, Trauer, Betrübnis, Kummer, Unglück, Herzweh, Depression, Frustration, Unlust, Schmerz, Leid, alles Dinge, die die Freude rauben. Freudenkiller, sage ich mal. Freudenkiller, Dinge, die dir die Freude wegnehmen wollen, als Cocktail des Feindes. Das ist die Frucht eines widergöttlichen Geistes. So, der Herr will, dass du Freude hast, dass Freude immer mehr wächst. Das sollte Realität in deinem und meinem Leben sein. Und wir dürfen den Herrn darum bitten, dass diese Freude immer mehr Raum gewinnt. Wie auch die Liebe und Frieden und so weiter. Und das sind extrem wichtige Dinge für unser Leben als Christ. Wenn wir das nicht haben, haben wir ein echtes Problem. Und wir sollten uns auf die Spur machen und sagen, Herr, du hast das verheißen. Es kommt hervor in meinem Leben. Und wenn ich das nicht habe, dann ist irgendwo was faul. Und ich bitte dich, dass du mir das offenbarst. Und ich bitte mich, dass du mich da hineinbringst, dass es wirklich, wirklich real wächst in meinem Leben, diese Frucht. Und bei den anderen Dingen, Friede, Langmut, Freundlichkeit und so weiter, würde es dann beispielsweise so klingen. Unfriede, Ungeduld, Unfreundlichkeit, Missgunst, Untreue, Aggression, Gier. Das sind Dinge, die also der Feind in unserem Leben als Frucht hervorbringen will, als negative Frucht. Aber der Herr sagt, er will die Frucht des Geistes in uns hervorbringen. Und das muss Realität in unserem Leben sein. Und der wichtige Punkt, um den es mir heute geht, ist eben Freude. Freude als elementarer Bestandteil eines Lebens als Christ, eines Lebens mit dem Herrn, mit dem Heiligen Geist. Wenn wir mit dem Heiligen Geist connected sind, muss Freude da sein. Es muss Begeisterung da sein. Es muss eine Veränderung sein. Und du und ich, wir kennen Gemeinden, wo das alles andere als freudig zugeht, wo so eine steife, tote Religiosität ist, bitter ernst. Und ich kann mich noch erinnern, als ich ein junger Mann war, da gab es einen Bestseller, Der Name der Rose. Ich weiß nicht, wer das vielleicht gelesen hat oder sich noch erinnern kann, Der Name der Rose von Umberto Eco. Ein Bestseller, hat richtig reingehauen, gab es auch einen Kinofilm von. Und das Interessante war, letztlich bei allem drumherum mit dieser Krimi-Geschichte, die da war, letztlich ging es um folgende verrückte Frage. Lacht Gott? Lacht Gott? Das war das Thema, um das sich das da gesponnen hat. Ja? Lacht Gott? Ist Gott ein Gott der Freude? Oder eben nicht? Ist da nur so eine Ernsthaftigkeit? Das Interessante ist ja, wir kamen ja vom Thema Gottesfurcht. Wie gehört Gottesfurcht und Freude zusammen? Das Interessante ist, es ist unmittelbar miteinander verbunden. So, wir schauen uns das mal an. Ich habe natürlich im Internet nachgesehen und habe gesagt, was ist denn überhaupt Freude? Definition von Freude. Wie kann man Freude verstehen? Was bedeutet das? Also, da heißt es, Freude ist der Gemütszustand, das ist schon mal gut, Gemütszustand, ne? Oder die Emotion, die als Reaktion auf eine angenehme Situation oder in Erinnerung an eine solche entsteht. Also das ist richtig, was hier steht. Das ist wirklich gut. Je nach Intensität äußert sie sich als Lächeln, Lachen, Freudenschrei oder in einem Handeln. Freude löst also unter Umständen auch ein Handeln aus. Amen dazu. So, je nach Intensität, Lächeln, Lachen, Freudenschrei. Ihr merkt, da ist eine Dynamik drin. Okay, weiter heißt es dann hier, immer noch Internet. Im weiteren Sinne kann auch der Auslöser einer Freude, eine frohe Stimmung oder ein frohes Dasein als Freude bezeichnet werden. Der Begriff Glück wird manchmal im Sinne von Freude verwendet.
Soweit ist das alles ziemlich klar. Das hätten wir wahrscheinlich auch so hingekriegt. Aber ein interessanter Gedanke war folgendes. Freude ist für sich selbst gesehen weder gut noch schlecht. Oha, weder gut noch schlecht. Was meinen die damit? Eine wertende Komponente kommt ihr erst zu, wenn sie in negativem oder positivem Verhältnis zur geltenden Moral steht. Also beispielsweise Schadenfreude oder die Freude am Bösen gibt es ja auch. Ja, die Freude am Negativen. Ich sag mal so, auch der Feind freut sich, wenn ihm seine Schachzüge gelingen. Auch der Feind freut sich, wenn er Menschen in Bindungen und Qual und so weiter hineinbringen kann. Auch der Feind hat eine kranke, böse Freude, die natürlich vollkommen unterschiedlich ist von der Freude des Herrn, von der Freude des Heiligen Geistes. Also Freude an sich ist, sagen wir mal, erstmal neutral. Gut, es gibt natürlich verschiedene Formen von Freude, also Mitfreude, ähnlich wie Mitleid, wo man mit jemand einfach sich mitfreuen kann, weil der eben was Positives erlebt, weil es dem gut geht, weil er gesegnet ist oder was auch immer. Hier steht, die Fähigkeit zur Mitfreude ist eine wesentliche Eigenschaft für friedliches, soziales Zusammenleben. Finde ich ganz interessant. Also rein von gesellschaftlichen Aktionen. Wenn man sich nicht mitfreuen kann, dann ist das gesellschaftliche Zusammenleben stark gefährdet. Wo keine Mitfreude ist, sondern Missgunst und Konkurrenz, da entsteht Eifersucht. Also Freude, gesellschaftlich wichtiger Aspekt. Anderer Punkt hat schon gesagt, ist natürlich Schadenfreude, wenn man sich am Missgeschick oder am Unglück von jemand freut. Also eine böse Form von Freude, eine negative Form von Freude. Und dann gibt es natürlich noch Vorfreude. Man denke nur an Kinder, so Heiligabend und so weiter. Ja, etwas, wo man begeistert ist und sich vorfreut, teilweise Tage oder Wochen lang, einfach weil man weiß, es kommt ein tolles Ereignis. Oder wenn Leute heiraten und sich auf die Hochzeit vorbereiten und voller Freude sind und so weiter. Gut. Anderer Aspekt ist, immer noch Internet übrigens, ne? Die Mimik. Ich habe gelesen, die Mimik vom Thema Freude ist weltweit gleich. Also ist kulturübergreifend, gesellschaftübergreifend, gilt für alle Menschen. Ja? Wenn du dich freust, dann häufig durch eine Entspannung der Gesichtsmuskulatur, ne, führt das eben dazu, dass sich die Mundwinkel heben. Ja, das weiß jeder. Wenn du lächelst, ja, das hat was mit Freude zu tun. Aber es gibt natürlich ein Lächeln, was nur gezwungen ist, geschauspielert ist, so ein Fake-Lächeln, und es gibt ein echtes. Und der Punkt ist, du siehst es in den Augen. Wissenschaftler haben festgestellt, dass es die Ringmuskeln am Auge, dass die sich verändern, wenn man sich wirklich freut. Ja? Ja, also nicht die Augenringe, sondern die Augenmuskeln. Ringmuskeln, die verändern sich und man kann im Grunde genommen sehen in den Augen, ob jemand sich wirklich freut oder ob es nur ein Fake ist. Und das stimmt wirklich, das kennen wir alle. Ja? In den Augen siehst du, ob ein Mensch sich freut. In den Augen siehst du, ob es wirklich etwas ist, wo eine tiefe innere Freude da ist. Oder ob es nur eine geschauspielerte, erzwungene Sache ist. Okay. Als ich dann weiter im Internet geguckt habe, kam ich zu einem sonderbaren Thema, nämlich zu Friedrich Schiller. Nun, Friedrich Schiller ist für mich, ich sage es mal ganz deutlich, einen absoluten Vollpfosten. Ja? Friedrich Schiller, ich habe mich intensiv als junger Mann mit der deutschen Klassik beschäftigt. Ja? Hatte auch in Deutsch Abitur gemacht über Faust und so weiter. Also es ist etwas, wo ich eingestiegen bin und mich damit beschäftigt habe. Und je mehr du dich damit beschäftigst, desto mehr merkst du, die haben irgendwie alle einen Schaden gehabt. Es ist vollkommener Mumpitz, was uns da als Kultur verkauft wird, insbesondere aus christlicher Sicht. Es ist irgendwas. Also ich habe inzwischen, je mehr ich mich damit beschäftigt habe, gemerkt, da wird uns Schwachsinn als was Dolles verkauft. Und es ist absolut erbärmlich, wenn das die Höhe der deutschen Kultur sein soll, Goethe und Schiller. Schiller aber, der allseits Beliebte, hat also über das Thema Freude geschrieben bzw. sich damit beschäftigt und das ganze Ding hat sogar Auswirkungen gehabt, nämlich die Ode an die Freude, die er verfasst hat 1782. Ne? Die Ode an die Freude. Das ist das Ding, was Beethoven dann später vertont hat und dieses Lied, verrückterweise mit deutschem Text, ne, wurde dann zur Hymne
der EU. EU ist nicht gleich Europa, EU ist nur EU. Ne? Also da auch so ein Punkt, der häufig übertragen wird, dass man sagt, EU gleich Europa, das stimmt nicht. Ja, es gibt Länder, Norwegen, die Schweiz, die haben nie was mit der EU in diesem inneren Sinne zu tun gehabt. Und also da müssen wir uns auch von verabschieden, als EU-Bürger immer zu denken, wir sprechen für komplett Europa. Das ist nicht der Fall, auch schon vor Brexit-Problematik nicht. So, Olle Schiller also war wahrscheinlich nicht in seinem besten Zustand, schreibt hier in dieser Ode: Freude schöner Götterfunken, Tochter aus Elysium. Elysium ist so eine Art Seligkeitsbereich, wo die Götter leben, so ein übernatürliches Ding, wo die Freude also herkommt. Also eben als etwas göttlich Kommendes, wobei das nicht der Gott der Bibel ist, sondern irgendein griechisches, mythologisch abstruses Göttergemisch, was er hier anspricht. Ne? So, und für ihn ist diese Freude in diesem Lied tatsächlich etwas, was, ich sag mal so, die Welt am Laufen hält. Und das ist echter Schwachsinn. Ja? Freude, Freude treibt die Räder in der großen Weltenuhr. Stimmt nicht. Freude ist nicht der Motor, der die Welt am Laufen hält. Das ist einfach echter Unsinn. Ne? Außerdem bezeichnet er es als ein natureigenes Prinzip. Also die Natur ist etwas, was Freude zutiefst vermittelt. Freude trinken alle Wesen an den Brüsten der Natur. Es stimmt nicht. Es ist einfach Mumpitz. Es ist alles Unsinn. Weil aber da die Formulierung drin vorkommt, alle Menschen werden Brüder, hat man eben gedacht, eignet sich prima für so eine Hymne der EU und hat das Ding übernommen. Und wenn du es dir genauer anguckst oder genau mal mit Verstand anhörst, ist das Ding alles andere als, also für mich zumindest irgendwie erhebend oder so. Ich finde das extrem schräg. Gut, ist aber vielleicht auch meine persönliche Story mit der deutschen Klassik. Westliche Philosophie, da gab es einen Typ in der griechischen Antike, der hieß Epikur, der hat sich auch mit dem Thema Freude beschäftigt. Für den war das auch, und da denke ich mal, da zieht Schiller auch seine Infos her, war das Ziel des menschlichen Lebens. Aber Freude, wie er es gebraucht hat, war auch gleichzeitig Lust. Ja? Und dann bist du schon ganz schnell bei Freud, für den nämlich nicht Freude die Triebfeder des menschlichen Daseins ist, sondern Sexualität. Also bei Marx ist es wieder was völlig anderes. Ja? Und so weiter. Also Philosophen widersprechen sich da in Hülle und Fülle und welche Systeme, wie die Welt regiert werden sollte oder so. Also Schiller, meiner Meinung nach, dürfte man da an der Stelle nicht überbewerten. Wenn man in den Bereich Religion geht, stellst du fest, dass es eigentlich Freude im Buddhismus gibt. Da ist der Freude ist so eine Art Grundstreben, wo man sagt, da will man hinkommen. Auch im Sinne einer, wie auch immer gearteten Ewigkeit, so Nirvana-Freude. Also, dass man da irgendwie gut lebt, damit man in diese Art von Freude hineinkommt. So, ja, wie auch immer man sagen kann, also in dem Folgeleben dann eine rechte Lebensweise, die zu einer Freude führt. Gut. Ansonsten gibt es das in Religion ziemlich dünne. Freude ist kein Thema, mit einer Ausnahme. Im Judentum bzw. im Christentum ist Freude eine Riesennummer. Und zwar eine ganz, ganz große Nummer. Freude kommt im Alten Testament, das Thema, etwa 200 Mal vor. Im Neuen Testament etwa 100 Mal. Freude. Du siehst, Freude ist für Gott etwas, was ihm sehr wichtig ist. Und, wie wir gelesen haben in Galater, etwas, wo er will, dass wir in der Freude wachsen, dass das immer mehr in unserem Leben hervorkommt. Freude in der Tat als göttliches Prinzip, nämlich etwas, was vom Geist Gottes in uns hervorkommen soll. Ich bin übrigens immer noch beim Internet, ne, bei diesem Zitat. Die Bibel stellt die Freude an Gott als eine Quelle der Kraft dar. Dies ermöglicht auch in unerfreulichen Situationen sein inneres Gleichgewicht zu erhalten. Sie zählt die Freude zur Frucht des Heiligen Geistes. Und auch der Dienst am Nächsten kann dem Dienenden Freude bereiten. Und dann schreibt er hier, da Gott seinem Wesen nach Liebe ist,
und die Freude mit der Liebe einhergeht. Aha, fallen in Gott Liebe und Freude zusammen. Freude ist daher letztlich göttlichen Ursprungs. Und so ist nach seinem Selbstverständnis das Christentum die Religion der Freude. Alles hier dieses Zitat. Und das Evangelium ist die Botschaft der Freude, die frohe Nachricht, die gute Nachricht. Und so, und damit endet der hier, gilt für den Christen, freut euch zu jeder Zeit. Also ich fand das schon sehr bemerkenswert. Im Internet dachte, das ist wirklich, könnte ja von einem Christen geschrieben sein. Ganz interessante Sichtweise. Jetzt möchte ich euch einige Gedanken zum Thema Freude weitergeben. Einfach so, ich habe mich damit beschäftigt, auf was ich so gestoßen bin. Zunächst mal, im Alten Testament war Freude etwas, was mit den Gottesdiensten verbunden war. Bei den Feiern, bei den Festivitäten, bei den Wallfahrtsfesten, bei den Gottesdiensten im Alten Testament gab es das Thema Freude. Teilweise war es angeordnet per Gesetz. Es war angeordnet per Gebot. Gott sagt, an dem Tag kommt ihr und ihr freut euch. Ich erwarte, dass ihr euch freut. So ist es beispielsweise bei dem hebräischen Fest Shavuot, also dem biblischen Fest Shavuot, Pfingsten, das Wochenfest. Ne? Das ist ein Festtag der Freude. Per Gesetz ist Freude angeordnet. Später zum Laubhüttenfest Sukkot ist Freude während der ganzen Festzeit angeordnet, sogar über 7 Tage. Also ihr merkt, Freude ist etwas, was Gott wichtig ist. Und es gibt im Judentum auch Tage, da ist es verboten zu klagen und zu trauern, weil sie sind Tage der Freude, wo Gott sagt, Tage, an denen ihr euch freuen sollt. Keine Tage, wo man in Niedergeschlagenheit oder in Depression oder nach unten schauend lebt, sondern voller Freude ist. Tage der Freude. Und deshalb, wie gesagt, im Gottesdienst große Freude. Ich habe mich damit ja viel beschäftigt, über diese 7 biblischen Feste, über die ich auch Seminare halte. Und da ist etwas, was ich häufig den Leuten sage. Die Menschen haben gesagt, ich soll mich freuen. Und das hat wenig mit den Umständen zu tun oder mit meiner Emotion, sondern es ist etwas, was Gott gesagt hat. Und wenn Gott sagt, freu dich, dann kann ich mich freuen. Es ist möglich, dass ich mich freue. Ich kann. Wenn Gott sagt, ich soll. Okay, und dann kommt das dazu, dass also der Mensch oder die Menschen damals gesagt haben, ich beginne mich zu freuen und ich freue mich in die Freude hinein. Das ist für uns sehr ungewöhnlich, weil wir als Deutsche denken, nee, das ist eine Emotion und da muss es ja Dinge geben, die müssen erstmal passieren und wenn ich dann fühle, dann kann ich mich freuen. Wenn das anders wäre, ist ja nicht authentisch und so weiter. Hey, die Bibel hat einen anderen Ansatz. Die sagt, Gott ist so viel Grund zur Freude. Du kannst dich freuen und zwar kannst du dich jederzeit freuen und auch in den verrücktesten Umständen und Schwierigkeiten. Freut euch an dem Herrn alle Wege. Und abermals sage ich, freut euch, sagt die Bibel. Alle Wege heißt alle Wege. Ständig, kontinuierlich. Und das ist etwas, was die Bibel als das Thema Freude für uns hat. Freude als etwas, was der Geist in uns hervorbringt und was uns auch durch irgendwelche Dinge nicht geraubt werden kann. Was uns gehört, was uns zusteht. Ich sage mal, unser Erbteil ist Freude. Halleluja, das ist gut. Im Alten Testament heißt es dann, um diese Freude zu erlangen, um diese Freude zu fassen, muss man sozusagen aus dem Brunnen der Freude schöpfen. Denn vor Gott ist Freude die Fülle. Das sind beispielsweise folgende Bibelstellen. Jesaja 12, Vers 3. Und mit Freuden werdet ihr Wasser schöpfen aus den Quellen des Heils. Mit Freuden werdet ihr Wasser schöpfen aus den Quellen des Heils. Das war im Laubhüttenfest ein ganz wichtiges Thema bei dem Wasseropfer. Es war etwas, wo es mit Freude verbunden war, weil man hat ja aus den Quellen des Heils, aus den Quellen des Segens, aus der Versorgung Gottes, aus der Gnade des Herrn schöpfen können und das war mit Freude verbunden. Das Interessante bei diesem Vers hier in Jesaja, das Wort, was dort für Heil verwendet ist, im Hebräischen heißt Yeshua. Dort steht das Wort Yeshua. Heil, Heiland, Rettung, Erlösung ist ein Begriff im Hebräischen. Und das ist der Begriff Yeshua. So, du kannst also auch so lesen. Und mit Freuden werdet ihr Wasser schöpfen aus den Quellen Yeshuas. Amen dazu.
Das war im Alten Testament schon ein Vorschatten auf das, was wir im Neuen Testament haben dürfen. Ja, Ströme lebendigen Wassers, die von Jeschua kommen und die mit Freude uns füllen dürfen. Psalm 16, Vers 11 heißt es, du wirst mir kundtun den Weg des Lebens. Fülle von Freuden ist vor deinem Angesicht. Lieblichkeit in deiner Rechten immer da. Vor dem Angesicht des Herrn, bei ihm, in seiner Nähe, in seiner Gegenwart, ist die Fülle von Freude. Und das ist das, was wir wollen. Wir wollen Freude in Fülle. Wir wollen Freude, die unser Leben wirklich durchdringt. Wir wollen Freude in unserem Leben empfangen. Fülle von Freude ist vor dem Angesicht des Herrn. Das findest du nicht irgendwo. Das findest du nicht in der Welt mit ihren vorübergehenden Glücksgefühlen oder was. Echte, tiefe, langanhaltende, wirkliche Freude findest du wirklich nur beim Herrn. Wer Gott nicht kennt, der ahnt gar nicht, welche Freude ihm entgeht. Ein anderer Aspekt ist natürlich, dass die Freude, die wir haben, die Freude, die wir an Gott haben, auch mit seinem Wort verbunden ist. Psalm 119, Vers 162 heißt es, ich freue mich über dein Wort wie einer, der große Beute macht. Wir freuen uns über das Wort Gottes. Das Wort Gottes, wenn wir es verstehen, was die Basis unseres Glaubens ist, was die Basis unseres Lebens ist, was die Information ist, die uns zum ewigen Leben führt, was das Wichtigste ist an Information, was wir in diesem Leben haben können. Wenn wir das kapieren, wie wichtig das Wort Gottes, die Bibel ist, dann verstehen wir, dass es dein Wort ist, was mit tiefster Freude verbunden ist, wo es darum geht, Freude aus dem Wort Gottes zu ziehen. Psalm 119 ist da wirklich gewaltig. Der Psalm, wo es um das Wort Gottes geht. Und er sagt, ich freue mich, wie einer, der große Beute gemacht hat, der gewaltige Siege eingefahren hat. Ich freue mich, ich freue mich. Halleluja. Oder Jeremia 15, Vers 16. Ey, Jeremia, das war echt, man sagt, das war der weinende Prophet. Der hatte eine gewaltige Berufung. Er hat von Gott die Berufung bekommen, über Nationen zu sprechen und Nationen über ihn zu prophezeien, und das würde hervorkommen. Ja, eine gewaltige Berufung, aber das, was er erlebt hat in seiner Lebenszeit an Widerstand, an Verachtung, an Bekämpfung und so weiter, es hat ihn auch von dem Volk, was nicht willig war, die prophetische Warnung anzunehmen. Es hat ihn dazu gebracht, dass er geweint hat. Er hat gelitten. Aber dieser Prophet Jeremia sagt, fanden sich Worte von dir, dann habe ich sie gegessen. Und deine Worte waren mir zur Wonne und zur Freude meines Herzens. Denn dein Name ist über mir ausgerufen, Yahweh, Gott, der Herrscher. Dein Wort, ich habe das inhaliert, ich habe das in mich aufgenommen, ich habe das wie gegessen. Und das ist mir Wonne geworden, ist mir Freude geworden. Dein Wort ist mit Freude verbunden. Und das sollte für dich und mich gelten. Das Wort Gottes zu nehmen und uns bewusst zu sein, hey, das ist mit großer Freude verbunden. Das Wort Gottes ist mit Freude verbunden. Es ist nicht eine trübe, schwere, bedrückende Nachricht, sondern es ist ein Wort voller Freude. Es ist die Nachricht, du hast ewiges Leben, wenn du es für dich beanspruchst als Opfer Jesu. Du kannst in Ewigkeit mit Gott verbunden sein. Und die beste Nachricht ist, wenn du wirklich drüber nachdenkst, ein wiedergeborener Christ, egal wie sein Leben hier aussehen mag, hat Folgendes in der Zukunft zu erwarten. Du hast die gleiche Zukunft, wie Gott sie hat. Du hast die gleiche Zukunft wie Gott. So, wer allerdings an dem vorbeigeht, wer dieses ewige Leben aus der Hand des Herrn nicht empfängt, der hat etwas anderes zu erwarten. Aber das muss nicht sein. Du kannst dich ausstrecken und kannst dieses empfangen. Und dazu ist das Wort, die Nachricht, die Botschaft, die Kunde davon ist von entscheidender Bedeutung. Deshalb ist es die gute Nachricht, die Freudennachricht, die Freudenbotschaft. Halleluja. Es ist das, was der Herr für uns hat, wirklich etwas, was mit Freude verbunden sein soll. Und du kannst das Wort der Freude nicht weitergeben in einer bedrückenden, miesepetrigen, misslaunigen, griesgrämigen Stimmung. Es ist ein Wort der Freude. Die Botschaft des Evangeliums mit Freude. Wenn du irgendwo Leuten begegnest, die das mit einem religiösen Druck, mit einer Zwanghaftigkeit, mit irgendwie komischer, mulmiger Atmung bringen, ey, da
dann ist es nicht das, was die Bibel für uns als das Evangelium der Freude, das Wort der Freude hat. Die Nachricht der Erlösung ist mit Freude verbunden. Freude ist das normalste und natürlichste Ereignis daraus, Ergebnis davon. Ja, genauso wie Liebe, Friede und die anderen Dinge, die der Geist hervorbringen will. Amen. Dementsprechend heißt es dann auch, die Freude an Jahwe ist unsere Kraft, beziehungsweise unsere Stärke oder eigentlich auch unsere Zuflucht. Das Wort, was da verwendet wird, bedeutet auch Zuflucht, Stärke. Das sagt Nehemia, der gekommen ist und das Volk motiviert hat, die Stadtmauer wieder aufzubauen, einfach um Jerusalem zu schützen. Übrigens eine hochprophetische Aktion, wenn man sich damit weiter beschäftigt. Nehemia, ja, der sagt, hey, die Freude am Herrn ist unsere Stärke. Der hat etwas verstanden, schon im Alten Testament, hat gesagt, wir müssen das kapieren, was wir am Herrn haben, ein Bewusstsein davon haben. Und diese Freude wird uns dazu bringen, dass wir stark sind und uns vom Feind und seiner negativen Propaganda nicht überwältigen lassen. Und wenn du das Buch Nehemia liest, dann wirst du sehen, wie der Feind von allen Seiten versucht hat. Von innen, von außen, von Druck, von Schmeicheleien, von allen möglichen Sachen, ihn davon abzubringen. Den Auftrag, den Gott ihm gegeben hat, durchzuführen. Aber er sagt, nein, ich bleibe hier dran. Und er sagt, die Freude am Herrn, die Freude an Jahwe, das, was ich von ihm weiß, das ist etwas, was mich stark macht. Und das macht jeden stark, der darüber ein Verständnis hat. Und das ist auch für uns wichtig. Wenn wir uns am Herrn wirklich freuen, dann hat andere Sachen keinen Raum mehr. Weißt du, wenn du wirklich, wirklich in Freude bist, ist es schwierig, Angst zu haben. Es ist schwierig, sich Sorgen zu machen. Es ist nahezu unmöglich, in Depression oder Traurigkeit oder Niedergeschlagenheit zu sein. Ich weiß, es ist ein schwieriges Thema, gerade mit Depression. Aber Freude ist eigentlich die Antwort der Bibel darauf. Echte, tiefe, wirkliche Freude. Eine Freude, die aus dem Geist kommt. Ja, da geht es nicht darum, irgendwie über ein paar Witzchen zu lachen, sondern es geht um echte, tiefe Freude. Eine Freude, die dein ganzes Sein erfüllt. Und das ist das, was der Herr dir geben will. Eben wie seine Liebe, wie seinen Frieden und die anderen Dinge. Er hat das für uns, es steht zur Verfügung. Wir dürfen uns danach ausstrecken, wir dürfen das bekommen, wir dürfen es sozusagen ziehen. Die Freude am Herrn ist unsere Stärke. Interessanterweise steht hier nicht, die Geduld ist unsere Stärke oder der Gehorsam ist unsere Stärke, unsere Hingabe ist unsere Stärke. Der Einsatz ist unsere Stärke. Nein, die Freude ist unsere Stärke. In dem Sinne also sozusagen Kampfesfreude zur Ausbreitung des Reiches Gottes. So, und genau das ist der Grund, warum der Feind alles dran setzt, um uns die Freude zu rauben. Ja? Der Feind bietet uns einen Cocktail an, der diese Freude des Herrn versucht, uns madig zu machen, dass wir gar nicht in die Freude reinkommen, Freudenkiller. Er will nämlich, dass wir kraftlos sind und dazu agiert er so, dass wir nicht mehr aus Freude heraus agieren, nicht mehr aus Freude heraus leben, nicht mehr aus Freude heraus dem Herrn dienen und ihm preisen und so weiter, sondern aus so einer Zwanghaftigkeit, aus so einer Religiosität heraus, aus, weil wir es eben müssen, ja, und dann wird das zur Qual und dann wird das zur Pflicht und dann wird das eine richtige langweilige Geschichte, ja. Und er will uns langweilig, schwach, unattraktiv machen, traurig und abstoßend. Warum? Weil er unsere Freude raubt. Und ich sage dir eins, viele Gemeinden, in denen ich war, da kann ich dir eins sagen, da fehlt die Freude. Da fehlt eine Freude am Herrn. Das ist etwas, was wir in Afrika allerdings ganz anders erlebt haben. Wo wirklich die Leute, aber auch halt vom Menschenschlag her, natürlich einfach ihre Freude viel mehr zeigen. Freude ist etwas, was Gott ehrt. Echte Freude. Freude ist etwas, was ihm rühmt, was ihm preist. Wenn wir in Liebe sind, in Frieden sind, in Freude sind, ist das was Gutes. Und in diesen anderen Dingen, die eben zusammen hervorwachsen an der Frucht des Geistes. Freude. Freude. Die Freude am Herrn ist unsere Stärke. Merkt ihr das? Und du sagst, ich will stärker werden im Glauben. Was du brauchst, ist mehr Freude am Herrn. Wie kommt das? Hab Beziehung zu ihm, lebt mit ihm zusammen, liest die Bibel, betet jeden Tag. Ja, wachs hinein in das, was der Herr für dich hat. Und Freude wird in deinem Leben immer mehr kommen. Und Freude wird Stärke hervorbringen.
Halleluja. Jesus selbst ist erschienen und sagt, dass er seine Freude, die er hat, uns geben will. Und zwar damit unsere Freude vollkommen sei. Das gehe ich gleich nochmal drauf ein. Er will, dass wir echte, vollkommene, völlige, komplette, absolute Freude in uns haben. Ich weiß, das hat keiner, auch kein Mensch, den ich kenne. Aber das ist die Absicht des Herrn. Er sagt, ich will euch eine umfassende, völlige Freude geben. Schauen wir uns gleich nochmal an. Ein anderer Aspekt ist, die Apostel wollten, wie soll ich mal sagen, Gehilfen der Freude sein. Also Leute, die die Gemeinde dahin bringen, in diese Freude zu wachsen, in diese Freude hineinzukommen. Gehilfen zu sein, in die Freude zu kommen. 2. Korinther 1, Vers 24. Nicht, dass wir über euren Glauben herrschen, sondern wir sind Mitarbeiter an eurer Freude. Denn ihr steht durch den Glauben. Mitarbeiter an der Freude. Also wenn Pastoren und Gemeindemitarbeiter dieses Bewusstsein hätten, einer meiner Hauptjobs ist, dass ich die Christen, die mir anvertraut sind, in die Freude führe, in die Freude am Herrn, dann würden viele unserer Gemeinden anders aussehen. Freude als Zeichen echter Geistlichkeit. Das finde ich bemerkenswert. Echte Freude. Und hier, Paulus sagt, wir sind Mitarbeiter, wir sind Wegbereiter, wir sind Gehilfen, damit ihr in die Freude kommt. Und das ist doch logisch. Die Frucht des Geistes, das ist das, was wir brauchen. Die Gaben des Geistes ist das, was wir brauchen, damit die Gemeinde gebaut wird, damit das Volk Gottes gebaut wird. Zwingend, unbedingt, das ist absolut notwendig. Und da ist es so, dass das hervorwächst, hervorkommt durch die Beziehung mit dem Herrn, durch das Leben in der Gemeinschaft, durch das, was man hört, durch die Beschäftigung mit dem Wort, durch die Predigt und so weiter. Es ist logisch, dass das Gehilfen der Freude sein müssen, genauso wie Gehilfen der Liebe, Gehilfen des Friedens, in die Sanftmut, in die Enthaltsamkeit und. Das alles gehört zusammen. Das alles gehört zusammen. Ein ganz anderer Aspekt, der auch vollkommen unterbelichtet ist, ist ja, dass es Lohn gibt im Himmel. Eine Beurteilung, eine Bewertung. Es gibt auch ein bemerkenswertes, ganz kleines Büchlein von Daniel Kolender dazu, der Richterstuhl Christi, der sich mit diesem Thema beschäftigt. Ganz interessant und lesenswert, weil in der Allgemeinen ist das was, was wir völlig aus dem Blick verloren haben. Aber es gibt Lohn im Himmel für unsere Taten. Und wenn du die Bibel mal unter dem Gesichtspunkt liest, das Neue Testament, wirst du merken, das, was Jesus gesagt hat, da geht es extrem viel um Investment. Investment. Ja, ob das jetzt Ernte-Investment ist oder denk an den Kaufmann, der die Perle kaufte, und so weiter. Und unter anderem geht es eben um dieses Investment ins Reich Gottes, Investment in den Dienst am Herrn, Investment in das, was uns im Himmel erwartet. Matthäus 5, Vers 12. Freut euch und jubelt, denn euer Lohn ist groß in den Himmeln. Wie gut, ne? Geht's weiter? Denn ebenso haben sie die Propheten verfolgt, die vor euch waren. Also wenn ihr in Verfolgung kommt, in Schwierigkeiten kommt, ist das ein Grund, sich zu freuen, denn das wird ewige Auswirkungen haben. Das wird in Ewigkeit wiedergefunden werden. Wenn etwas gegen euch geht, wenn der Feind gegen euch aktiv wird, durch wen oder was auch immer, es ist etwas, was euch in Ewigkeit lohnt, Frucht hervorbringt. Interessantes Thema, ganz ungewöhnlich. Ich habe ja schon einige Jahre her ein Buch über den Himmel geschrieben. Viele von euch haben es gelesen. Ein Buch über den Himmel, Entdeckungsreise im Himmel. Und interessanterweise war einer der Punkte, an die der Herr mich da geführt hat, tatsächlich Lohn. Also Dinge, die hervorkommen, Frucht in der Ewigkeit. Das war ganz eigentümlich, wie er mir das gezeigt hat, als Früchte, die wachsen und so weiter. Also wenn dich das interessiert, dann schau da ruhig mal rein, Entdeckungsreise im Himmel, wo dieses Thema Lohn oder Frucht in der Ewigkeit aus einer ganz, ganz anderen Perspektive mal gesehen wird. Einfach weil der Herr mir das in einer bemerkenswerten Weise offenbart hat. Falls du dich dafür interessierst, wie gesagt, kannst du dir das Buch besorgen. Das Wort Freude, was dort im Galaterbrief verwendet wird in Vers 22, die Frucht des Geistes aber ist, und dann kommt eben Freude, das heißt Chara im Griechischen.
Das ist das griechische Wort Kara. Und dieses Wort ist interessant, weil es hat einen Aspekt, der schon auf Gott hinweist. Das bedeutet also Freude wegen der Gnade, die einem widerfahren ist. Freude, weil man diese Gnade erkannt hat. Ja? Weil man ein Bewusstsein hat der Gnade Gottes. Das steckt in diesem Wort drin. Also etwas, was auch mit dieser Beziehung, mit Erkenntnis des Herrn zu tun hat. Und es hängt auch zusammen, dieses Wort, mit Jubeln über die Gnade. Echte Freude und echter Jubel hängen zusammen. Ja? Jubel wegen der Gnade. Jubel wegen dem, was der Herr für uns getan hat. Jubel über das, was wir verstanden haben. Nun, eine Bewegung des Heiligen Geistes vor etlichen Jahren schon, war der Toronto-Segen. Der Toronto-Segen war mit Manifestation von Freude in ganz unterschiedlicher Weise versehen. Und es gab gerade in Deutschland eine riesige Front dagegen, ja, die das abgelehnt hat, die das verunglimpft hat, die das beschimpft hat, unter anderem, weil es so froh war, weil es so freudig war, weil es so ausgelassen war, weil es nicht in unser deutsches, kleinkariertes Denken, wie bitteschön Gemeinde zu laufen hat und was wir wollen und was wir nicht wollen, hineinpasste. Der Heilige Geist hat mal Freude geschenkt und das passte nicht. Das passte nicht. Und deshalb hat man es abgelehnt. Deshalb hat man es verunglimpft. Das ist eine sonderbare Geschichte. Ja, nicht alles war super toll. Da war auch eine Entwicklung drin. Da hat auch der Feind versucht, da mal dazwischen zu kommen. Wo nicht? Wo nicht? In welcher Gemeinde nicht? Welche Gemeinde kann sich rühmen, niemals irgendwie vom Feind attackiert worden zu sein oder hinters Licht geführt worden zu sein? Aber es war eine Bewegung der Freude. Und diese Freude ist etwas, was zutiefst geistlich ist, was vom Heiligen Geist kommt. Und ich sage dir eins, wir brauchen so eine Freude. Wir brauchen die Freude am Herrn. Wir brauchen eine Freude, die ausgelassen ist. Als der Heilige Geist in Jerusalem fiel, Apostelgeschichte 2, war das Ergebnis, dass sie gesagt haben, hey, die sind ja alle betrunken, morgens um 9. Warum? Weil die so gewirkt haben, als ob sie betrunken sind. Das war im natürlichen Denken das, was die Leute sehen konnten. Eigentlich müssen unsere Gemeinden Orte der Freude sein, dass die Leute von draußen reinkommen und sagen, von dieser Freude wollen wir angesteckt werden. Von dieser Freude wollen wir was erleben. Aber wie oft ist das schiere Gegenteil der Fall? Leider. Das sollte sich allerdings ändern in der Zukunft, einfach weil der Herr in seiner Gnade kommen wird. Freude, wie wir jetzt schon mehrfach gehört haben, ist etwas, was zutiefst mit dem Heiligen Geist verbunden ist. Freude und Heiliger Geist gehören zusammen. Ohne Heiligen Geist keine echte geistliche Freude, sondern es ist dann nur irgendeine Freude. Negative Freude, böse Freude oder irgendwelche Freude der Welt, die sich aber schnell verschleißen und eben eine sehr, sehr kurze Halbwertszeit haben, ja, die uns nicht lange und schon gar nicht durch Schwierigkeiten hindurchtreiben führen können. Eine echte Freude ist etwas, was vom Herrn kommt. Echte Freude ist etwas, was uns eben tatsächlich durch Schwierigkeiten hindurchgehen lässt. Echte Freude ist etwas, wo wir auf den Herrn schauen und sagen, ich habe alles, was ich brauche, um mich zutiefst zu freuen. Freude muss unser Leben immer mehr erfüllen. Und so heißt es in Apostelgeschichte 13, Vers 52 in einer ganz bemerkenswerten Stelle, dass dort die Jünger, damit ist die Gemeinde gemeint, die Gemeinde dort vor Ort, dass die Jünger mit Freude und Heiligem Geist erfüllt wurden. Erfüllt von Freude und erfüllt vom Heiligen Geist. Voll Heiligen Geist, voll Freude, das ist es. Wenn du dir die Apostelgeschichte anschaust, dann siehst du, dass diese Formulierung mehrfach vorkommt. Und da heißt es beispielsweise, sie wurden erfüllt vom Heiligen Geist und Kraft. Ja? Sie wurden erfüllt von Gnade. Sie wurden erfüllt von Liebe. Und eben hier, sie wurden erfüllt von Freude. Die Jünger, sprich die Gemeinde dort, erlebte eine Ausgießung von Freude. Und das war 100% vom Heiligen Geist. Und diese Freude war natürlich rasant ansteckend. Ein echtes Zeugnis. Weil diese Freude möchte jeder Mensch haben. Jeder Mensch möchte eine tiefe, echte, göttliche Freude erfahren. Ich glaube, nichts ist ein besseres Zeugnis, als wenn man sich wirklich, wirklich, wirklich im Herrn richtig freut und ein Bewusstsein dafür hat, was er für uns getan hat. Römer 14, Vers 17. Denn das Reich Gottes ist nicht Essen und Trinken, sondern Gerechtigkeit und Friede und
Freude im Heiligen Geist. Das Reich Gottes besteht aus Freude im Heiligen Geist. Ja, und aus Gerechtigkeit und Frieden. Aber Freude im Heiligen Geist ist existenzieller Bestandteil des Reiches Gottes. Du kannst im Grunde genommen sagen, das Reich Gottes ist nicht da, wo keine Gerechtigkeit ist, wo kein Friede ist und wo keine Freude ist. Wo diese Dinge fehlen, fehlt das Reich Gottes. Das wäre der Umkehrschluss von diesem Vers hier in Römer 14. In 1. Thessalonicher 1, Vers 6 heißt es, und ihr seid unsere Nachahmer geworden und die des Herrn, indem ihr das Wort in viel Bedrängnis mit Freude des Heiligen Geistes aufgenommen habt. Viel Bedrängnis. Aber sie haben es aufgenommen in der Freude des Heiligen Geistes. Sie haben ein Bewusstsein davon gehabt. Das ist genau das, wovon wir die ganze Zeit reden. Und nochmal an diese Stelle von Nehemia erinnernd, Freude hängt mit Kraft zusammen. Römer 15, Vers 13. Der Gott der Hoffnung aber erfülle euch mit aller Freude. Hey, alle Freude, aller Freude. Wir sollen erfüllt sein, abgesoffen sein, saturiert sein, mit aller Freude. Hallo, da ist noch richtig Luft nach oben. Da ist noch richtig, richtig Luft nach oben mit einer umfassenden Freude. Und allem Frieden im Glauben, damit ihr überreich seid in der Hoffnung durch die Kraft des Heiligen Geistes. Wir müssen mit Freude und Frieden erfüllt werden, sagt hier Paulus, durch Gott, damit wir an der Hoffnung überreich sind durch die Kraft des Heiligen Geistes. Hier hast du also Hoffnung, Frieden, Freude und Kraft im Heiligen Geist, die unmittelbar zusammengehört. Das ist ein Package. Und das haben wir schon mehrfach gehört, die Frucht des Geistes. Ja? Frieden, Liebe, Freude und so weiter. Und das ist unmittelbar mit der Kraft Gottes verbunden, mit der Kraft des Heiligen Geistes verbunden. Und da müssen wir rein. Deshalb ist Freude ein rasant wichtiges Thema für uns. Und wir müssen verstehen, dass es etwas zutiefst Gutes, Geistliches, von Gott Kommendes ist. Insofern haben die alten Griechen mit ihrer schrägen Philosophie nicht ganz Unrecht, wenn sie sagen, das ist wie ein göttliches Prinzip. Allerdings haben sie nicht gewusst, woher das eigentlich kommt. Nämlich vom Gott der Bibel, Yahweh. Amen. Gut. 1. Chronik 16, Vers 27. Majestät und Pracht sind vor seinem Angesicht. Kraft und Freude an seiner Stätte. Also vor dem Angesicht Gottes, wir hatten vorhin schon gehört im Psalm, wo Freude die Fülle ist, da sagt hier der Text in 1. Chronik, Majestät und Pracht sind da, aber auch Kraft und Freude. Vor seinem Angesicht ist Kraft und Freude. Vor Gott, vor ihm, wenn wir in einer Beziehung zu ihm stehen, ist Kraft und Freude. Erlebst du das im Lobpreis? Weißt du, das ist Lobpreis. Ja, wenn du auf ihn schaust, wenn du seine Majestät rühmst, wenn du seine Pracht rühmst, wenn du vor seinem Angesicht kommst und wenn du dann aber auch bitte erlebst, dass da Kraft und Freude ist. Deshalb glauben wir, dass im Lobpreis Krafttaten geschehen, Leute frei werden, Heilung, Zeichen, Wunder geschehen im Lobpreis. Deshalb nehmen wir uns ausgiebig Zeit für Lobpreis, wo wir sagen, du musst den Himmel berühren, du musst den Herrn berühren. Es geht nicht um Lieder singen, es geht nicht um irgendwelche Texte absingen, sondern es geht darum, dem Herrn zu berühren und von ihm zu empfangen, auf ihn zu schauen. Warum? Weil auch Kraft und Freude vor ihm sind. Wenn du Kraft brauchst, wenn du Freude brauchst, geh in die Anbetung, geh in den Lobpreis, beschäftige dich mit ihm, schau auf ihn und du wirst sehen, Dinge werden sich verändern. Manche Leute hängen in ihrer Niedergeschlagenheit und ihren Problemen und ihrer Selbstsicht mit all dem, was eben nicht geht und schwierig ist und schauen nie auf zu dem Herrn. Dabei ist er derjenige, der dir Stärke, Freude, Kraft, Hilfe, Segen geben wird. Hör auf deine Probleme zu schauen und schau auf den Herrn. Ja? Hör auf, Gott zu sagen, wie groß deine Probleme sind, sondern sprich zu deinen Problemen und sag, wie groß dein Gott ist. Amen. So, Kolosser 1, Vers 10 bis 11. Da geht es darum, dass wir dem Herrn würdig wandeln sollen, zu allem Wohlgefallen. Fruchtbringend in jedem guten Werk. Frucht haben wir schon, ne? Fruchtbringend. Und wachsend durch die Erkenntnis Gottes, gekräftigt mit aller Kraft. Hallo? Wer wünscht sich das nicht? Alle Kraft. Ey, alle Kraft heißt alle Kraft von Gott. Es steht Kraft zur Verfügung und zwar überfließend gewaltige, gigantische Kraft, alle Kraft.
Paulus sagt, diese Kraft kannst du haben, gekräftigt mit aller Kraft, nach der Macht seiner Herrlichkeit, zu allem Ausharren und aller Langmut, mit Freuden dem Vater danksagend, der euch fähig gemacht hat zum Anteil am Erbe der Heiligen im Licht. Gekräftigt mit aller Kraft. Und das hat zur Auswirkung Freude und Danksagung dem Vater gegenüber. Hier, wenn du Paulus Texte liest, gerade auch im Epheserbrief, auch Kolosser, es ist interessant, der überschlägt sich schier mit Superlativen. Der überschlägt sich damit, um klarzumachen, hey Leute, es gibt etwas Gigantisches, viel größer, als wir uns vorstellen, viel größer, als wir ermessen können. Es gibt etwas viel, viel, viel Größeres. Und das ist hier auch der Fall. Wenn du dir das anschaust, ja, sagt er, in jedem guten Werk, also schon mal absolut, ne, gekräftigt mit aller Kraft, nach der Macht seiner Herrlichkeit, zu allem Ausharren, aller Langmut. Er sagt, hier gibt es um was Großes, es geht um was Gewaltiges, es geht um was Gigantisches. Diese Freude, diese Kraft, die wir hier haben, hat was mit unserem Lebenswandel zu tun, wie es hier heißt. Des Herrn würdig zu wandeln, zu allem Wohlgefallen, Frucht bringt zu jedem guten Werk. Und wachsend durch die Erkenntnis Gottes. Das führt dazu, dass wir mit aller Kraft gekräftigt sind. Aber nicht nur irgendeine Kraft, sondern die Kraft nach der Macht seiner Herrlichkeit. Ich sag euch, wir haben keine Ahnung, was das eigentlich für eine gigantische Aussage ist, was da drin steckt. Gekräftigt mit aller Kraft nach der Macht der Herrlichkeit des Herrn. Wenn das in unserem Leben geschieht, wenn das Realität wird, ich sag dir, es dauert nur wenige Monate und Deutschland ist anders. Ich sag dir, die Welt wird sich verändern. Das ist das, was wir brauchen. Das ist das, wonach wir uns ausstrecken. Gekräftigt mit aller Kraft nach der Macht seiner Herrlichkeit. Und das ist verbunden mit Ausharren, mit Langmut, mit Freuden. Halleluja. Freude und Kraft gehört unmittelbar zusammen. Freude und Heiliger Geist gehört unmittelbar zusammen. Der Heilige Geist und Kraft gehört unmittelbar zusammen. Wenn du Kraft brauchst, musst du mit dem Heiligen Geist weitergehen und mit ihm leben. Wenn du Freude brauchst, genau das Gleiche. Am besten gleich im Doppelpack. Ja? Streck dich danach aus. Streck dich nach mehr von ihm aus. Und wenn ich jetzt langsam zum Ende komme, ein interessanter Gesichtspunkt noch, der mir wichtig ist. Ich habe vor vielen Jahren mal eine Predigt gehört. Da hat der englische Sprecher darüber gesprochen, hat gesagt, wer war eigentlich der Mann auf der Erde, der mehr Freude hatte als jeder andere? Wer war der freudigste Mensch, der jemals über den Erdkreis gegangen ist? So, wer kann das gewesen sein? Kannst du alles Mögliche dir denken? Ist das überhaupt eine Frage, die relevant ist? Und er hat gesagt, das war Jesus. Jesus als Mann der Freude, das ist jetzt uns nicht so ganz bewusst, ne? Jesus als Mann der Freude. Und er bezieht sich auf Hebräer 1, Vers 7 bis 9, das wiederum eine alttestamentliche Stelle zitiert. Und da heißt es, von den Engeln zwar spricht er, also Gott, der seine Engel zu Winden macht und seine Diener zu einer Feuerflamme. Von dem Sohn aber, dem Messias, Jesus, dein Thron, Gott, ist von Ewigkeit zu Ewigkeit und das Zepter der Aufrichtigkeit ist Zepter deines Reiches. Du hast Gerechtigkeit geliebt und Gesetzlosigkeit gehasst. Darum hat dich Gott, dein Gott, also hier merkst du schon die Dreieinigkeit, ja, wo der Sohn als Gott angesprochen wird und wo der Vater als Gott angesprochen wird. Darum hat dich Gott, dein Gott, gesalbt mit Freudenöl vor deinen Gefährten. Und in der englischen Übersetzung heißt es wohl so, dass da steht, mehr als all deine Gefährten. Also in herausragender Stelle. Und ich glaube, dass das auch stimmt. Gesalbt mit Freudenöl, mit dem Öl der Freude vor seinen Gefährten, vor den Menschen um ihn herum. Christus ist der Erstgeborene der neuen Schöpfung. Er ist gesalbt mit dem Öl der Freude. Und ich glaube wirklich, dass es stimmt. Jesus war der Mensch mit der meisten Freude, der jemals über den Erdkreis gegangen ist. Warum? Weil der Heilige Geist in ihm war wie in keinem zweiten. Und der Heilige Geist ist der Geist der Freude. Der Heilige Geist ist des Friedens und der Liebe. Er ist der Mensch mit der meisten Liebe. Er ist der Mensch mit der meisten Sanftmut. Er ist der Mensch mit der meisten Frieden. Und er ist der Mensch mit der meisten Freude. Eigentlich völlig logisch, wenn wir darüber nachdenken. Jesus, der Mann der Freude. Der Freudenmann. So, und dieser Jesus mit dieser Freude sagt jetzt Folgendes. Er sagt, ich möchte, dass ihr, meine Nachfolger, in der Fülle dieser Freude lebt.
der Fülle dieser Freude, die nur er hatte. Freude Gottes in einem umfassenden Ausmaß. Das ist das, was Paulus versucht, irgendwie in Worte zu fassen. Ja, Freude, die ansonsten beispiellos ist. Echte, echte Freude Gottes, die Freude des Heiligen Geistes in Jesus Christus. Der Mensch mit der meisten Freude aller Zeiten. Und der sagt, Johannes 15, Vers 11, wir hatten das schon in den Abschiedsreden, als er mit seinen Jüngern zusammensitzt und mit ihnen spricht, ja, dort am letzten Sedermahl, wenige Stunden bevor er gefangen genommen wird. 24 Stunden später war er tot, das wusste er. Und er hat hier diesen Extrakt den Jüngern nochmal weitergegeben. Und er sagt, das habe ich zu euch geredet, damit meine Freude in euch sei und eure Freude völlig werde. Johannes 15, Vers 11. Meine Freude, die Freude Gottes, die Freude des Herrn, die Freude des Heiligen Geistes soll in euch sein. Die hervorwachsende Frucht des Geistes soll in euch sein. Immer mehr, immer mehr, immer mehr. Und zwar so lange, bis ihr von der Freude völlig erfüllt werdet. Das ist identisch, wie wenn du sagst, du sollst mit dem Frieden völlig erfüllt werden, mit der Liebe völlig erfüllt werden, mit der Sanftmut völlig erfüllt werden und mit den anderen Dingen, die an der Frucht des Geistes sind. Völlig erfüllt mit Freude. Das ist die Absicht Gottes für unser Leben. Kein Mensch in Deutschland erlebt das. Kein Christ. Aber es ist die Absicht Gottes und wir dürfen uns danach ausstrecken und wir dürfen es uns wünschen. Und wir sagen, ja, diese absolute, völlige, völlige, völlige Freude hat er für uns. Das ist das, was der Herr für mich hat. Damit meine Freude in dir ist, die Freude des Herrn in dir und deine Freude völlig werde. Das spricht der Herr dir zu. Das gilt nämlich für die Jünger und für alle, die durch ihr Wort zum Glauben kommen. So sagt es dann das Johannesevangelium kurz drauf. In Johannes 16, Vers 24 heißt es, bis jetzt habt ihr nichts gebeten in meinem Namen. Bittet und ihr werdet empfangen, damit eure Freude völlig sei. Bittet und ihr werdet empfangen, damit eure Freude völlig sei. Was für eine gigantische Aussage. Hey, du brauchst nur zu bitten und du wirst empfangen. Alles, was du vom Herrn haben möchtest, er gibt es dir und es kommt hervor. Es wächst, es wächst, es wächst immer mehr. Bitte darum und du wirst es empfangen, auch Freude. Andersrum gesagt, ihr habt nicht, weil ihr nicht bittet. So, und das ist das, die Absicht des Feindes auch da. Uns von dem Bitten, dem Ausstrecken nach mehr vom Herrn abzuhalten. Und stattdessen dem Herrn irgendwelche Vorhaltungen zu machen und ihm an einer Tour zu erzählen, was alles blöd ist und was nicht läuft. Völlig falsche Blickrichtung, völlig daneben. Wenn du Gott nichts anderes machst, als ihm eine Liste jeden Tag vorliest, was alles doof ist in deinem Leben, dann hast du das Prinzip nicht verstanden. Bittet und ihr werdet empfangen. Freude, Friede, Liebe, Sanftmut, Geduld, die Segnung des Heiligen Geistes, Geistesgaben, alles, was der Herr hat. Du brauchst doch nur zu bitten und empfängst das ewige Leben. Genauso ist es mit allen anderen Dingen. Du bittest und du empfängst, aber du musst doch die Hand aufhalten. Du musst bereit sein zu empfangen. Wenn du irgendwann Dreck noch in der Hand hast, geht das nicht. Du musst die Hand leer machen, damit du empfangen kannst. Gell? Auch ein wichtiger Punkt. Empfange, was er für dich hat. Empfange, was er für dich hat. Bis jetzt habt ihr nichts gebeten in meinem Namen. Bittet und ihr werdet empfangen, damit eure Freude völlig sei. Völlige Freude. Völlige Freude. Das hat Johannes geschrieben, ja, in seinem Evangelium. Der gleiche Johannes schreibt im 1. Johannesbrief 1, Vers 4, dies schreiben wir, damit unsere Freude vollkommen sei. Er gibt also hier die Botschaft weiter an die Leser dieses 1. Johannesbriefes und sagt, hey, hier geht es um etwas. Ich möchte, dass ihr das kapiert. Ich möchte, dass ihr das lest. Warum? Damit eure Freude vollkommen ist. Völlige, vollkommene Freude. Von was redet die Bibel denn eigentlich hier? Von einer Freude, die das ganze Leben erfüllt. Das ist was vollkommen anderes, als wir bis jetzt kennen oder erfahren haben. Mit einer Liebe, die das ganze Leben erfüllt. Mit einem Frieden, die das ganze Leben erfüllt und so weiter. Und einer Freude. Die Freude wiederum ist die Stärke, die uns dazu bringt, wirklich die Dinge Gottes zu tun. Freude, die vollkommen ist. Der gleiche Johannes schreibt im 2. Johannes, Vers 12. Obwohl ich euch vieles zu schreiben habe, wollte ich es nicht mit Papier und Tinte tun, sondern ich hoffe, zu euch zu kommen und mündlich mit euch zu reden, damit unsere Freude vollkommen sei. Unsere Freude vollkommen sei. Ihr seht, das ist bei Johannes ein Thema.
vollkommene Freude, völlige Freude, absolute Freude. Freude! Es ist etwas Gigantisches, ein faszinierendes Thema, was unmittelbar mit dem Heiligen Geist und mit Kraft zusammenhängt. Und das ist das, was wir alle wollen. Und so sagt die Bibel in Philipper 4, Vers 4, freut euch im Herrn alle Zeit. Wiederum sage ich, freut euch, freut euch, freut euch, freut euch. Eine Aufforderung, freut euch. Eine Aufforderung, der wir nachgehen können, der wir Folge leisten können. Wir können uns entscheiden, uns zu freuen. Und wenn du sagst, ich habe keinen Grund zu freuen, dann überleg mal wirklich. Schreib dir mal auf die Segnung Gottes. Ein Pastor sagt es so. Wenn du heute noch atmen kannst, ist es ein Grund, dem Herrn zu preisen. Wie sieht dein Leben aus? Was ist Gutes zu finden? Wie ist dein Umfeld? Mit wem vergleichst du dich? Es gibt so viel, wo du dem Herrn verdanken kannst und so viel, was Freude in uns hervorbringt. Das Gegenteil ist Bitterkeit, Griesgrämigkeit und so weiter und so weiter. Und Leute, die davon geprägt sind, ja, so biestig sind, freudlos sind, giftig sind, griesgrämig sind, man flieht vor denen, weil das ist extrem abstoßend. Aber Leute, die eine tiefe Freude ausstrahlen, das ist attraktiv, das ist anziehend. Und das sollte für dich und mich gelten. Und ich möchte meine Predigt hier beenden, nochmal mit der Aussage in Apostelgeschichte 13, Vers 52. Die Jünger, also die Gemeinde, die Christen, wurden mit Freude und Heiligen Geist erfüllt. Das ist es, was der Herr für uns hat. Freude und Heiligen Geist. Er möchte, dass wir mit Freude und Heiligen Geist erfüllt sind. Und ich möchte noch für dich beten. Herr, wir danken dir dafür, dass wir uns danach ausstrecken können. Freude und Heiligen Geist. Freude und Heiligen Geist. Eine Erfüllung damit, die du für uns hast. Wir haben gehört, dass Freude etwas ist, was zutiefst mit dir verbunden ist, was du möchtest, dass in unserem Leben ist, was unser Leben prägen soll, was für andere Menschen einladend ist. Und wir sprechen aus. Erfüllung von Freude und Heiligen Geist in unser Leben, in dein Leben. Ich proklamiere Erfüllung mit Frieden, Erfüllung mit Freude, Erfüllung mit Liebe, Erfüllung mit Sanftmut und all den anderen Gaben des Heiligen Geistes, dass sie in unserem Leben immer mehr hervorkommen, immer mehr wachsen durch das Wirken des Heiligen Geistes. Halleluja. Ich proklamiere einen Shift in deinem Leben und ich sage dir, der Herr wird eingreifen und er wird in deinem Leben kommen, wenn du dich danach ausstreckst, wenn du bittest, wenn du haben willst und Freude und Heiliger Geist wird in deinem Leben eine völlige Veränderung hervorbringen. Du wirst sehen, wie die Kraft, die Liebe, die Freude und all die anderen Sachen, die der Herr für dich hat, in deinem Leben auf ein völlig neues Level entstehen werden. Alles, was du tun musst, ist, ihn darum zu bitten, dich danach auszustrecken und zu sagen, ja, Herr, ich will das haben. In dem Sinne kann ich dir versichern, Gott hat mehr für dich. Amen.